Der chaotische Maskeneinkauf zu Beginn der Corona-Pandemie hat ein teures Nachspiel. Laut dem Wirtschaftsmagazin Kapital lagern in China derzeit noch rund 230 Millionen Schutzmasken, die Eigentum des Bundes sind. Sie wurden vom Bund bezahlt, können aufgrund von Mängeln aber nicht genutzt werden. Auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag, die Kapital vorliegt, schrieb das Gesundheitsministerium, es sei aktuell keine Einführung der Masken nach Deutschland vorgesehen. Stattdessen plant das Ministerium von Karl Lauterbach, die Masken direkt in China zu entsorgen. Ein erster Auftrag für die Verwertung von bis zu knapp 2000 Tonnen Material wurde demnach bereits ausgeschrieben. Zu den Anschaffungskosten der Masken machte das Ministerium keine Angaben, eine Aufschlüsselung des finanziellen Vertragsvolumens sei nicht mehr möglich. Unter dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Bundesregierung im Frühjahr 2020 insgesamt fast 6 Milliarden FFP2- und OP-Masken für knapp 6,5 Milliarden Euro unter Vertrag genommen, darunter auch zu Höchstpreisen bei umstrittenen Lieferanten, die teilweise Schrottmasken lieferten. Bis heute laufen im Zusammenhang mit den Maskendeals noch Dutzende Gerichtsverfahren.